طيب بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. Beim letzten Mal, liebe Geschwister, an der Sira haben wir über die Auswanderung gesprochen oder angefangen über die Auswanderung zu sprechen. Und das letzte, was wir gesagt haben, war die Auswanderung von Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu und wie er sich verabredet hatte mit zwei anderen, also zu dritt verabredet hatte, auszuwandern. Einer ist zurückgeblieben, der nächste ist dann auch zurückgeblieben und Umar radiallahu anhu zu den Gunsterweisungen Allahs gegenüber Umar gehört, dass er der sozusagen der einzige von den drei übrig geblieben ist, der übrig geblieben ist und ausgewandert ist, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und somit gehört Umar radiallahu anhu zu den Ausgewanderten, zu den Muhajirun oder Muhajirin. Und das heißt sozusagen, jede Ayah im Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala die Muhajirun lobt und über sie Gutes spricht, dann wissen wir, Umar ist einer von ihnen, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und die edelste Ayah, vielleicht die edelste Ayah überhaupt, die wir haben in Al-Quran al-Karim, ist diejenige in Surat At-Tawbah, wo Allah subhanahu wa ta'ala genau in der Ayah, wie heißt es, 100, folgendes sagt. Ich lese es auf Deutsch direkt vor. Die vorausgeeilten Ersten von den Auswanderern. Die Auswanderer sind die Muhajir. Und den Helfern, das sind die Ansar. Ansar kommt vom arabischen Wort Nasara. Nasara heißt helfen, unterstützen. Die vorausgeeilten Ersten von den Auswanderern und den Helfern und diejenigen, die ihnen auf beste Weise gefolgt sind, weil die Sahabe waren ja nicht nur Muhajirun und Ansar, sondern es gab auch andere. Weil sobald der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mekka befreit hatte, hat er gesagt, la hijrata ba'd al-fath. Nach der Befreiung gibt es keine Hijra mehr. Also keine Hijra mehr von Mekka nach Medina, gibt es nicht mehr, fertig. Weil Mekka ist schon islamisches Land geworden. Warum sollte jetzt jemand aus Mekka noch auswandern nach Medina? Macht keinen Sinn mehr. Und diejenigen, die ihnen auf beste Weise gefolgt sind, möge Allah uns zu ihnen gehören lassen. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihnen. Das heißt, über jeden Muhajir, jeden Ansari können wir sagen, dass Allah mit ihm zufrieden ist. Und das ist der Beweis. Und nicht nur das, sondern wir allgemein sagen wir, sie sind Paradiesbewohner. Ohne, dass wir sie namentlich beim Namen nennen und sagen, der ist Paradiesbewohner, der ist Paradiesbewohner. Außer die 10 Bekannten und die anderen, über die der Prophet gesagt hat. Weil zu unserer Aqidah, zur Aqidah von Ahl Sunnah, gehört, dass wir niemanden, dass seinen Platz im Jenseits zuschreiben, es sei denn, wir wissen das aus dem Koran und aus der Sunnah. Also wir dürfen über niemanden sagen, gar niemanden. Auch nicht, wenn heutzutage jemand gestorben ist. Auch nicht, wenn heutzutage jemand gestorben ist und jeder weiß, der war ein Christ. Und der ist gestorben, dann dürfen wir nicht sagen, er ist in der Hölle. Das dürfen wir nicht sagen. Sondern wir dürfen nur sagen, wenn er als Christ gestorben ist, dann ist er in der Hölle. Zweifellos. Ja? Mehr dürfen wir nicht sagen. Und umgekehrt genauso, ein Muslim, wenn er gestorben ist. Und jeder weiß, da war eigentlich ein Muslim. Wir dürfen niemals sagen, er wird ins Paradies eingehen. Eines Tages wird er ins Paradies eingehen. Wir sagen, der Muslim, ja, allgemein ja. Aber ob er wirklich ein Muslim war, oder ob Allah sein Islam angenommen hat, das weiß niemand außer Allah. Deswegen dürfen wir nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen. Es sei denn, es geht um die Personen, über die wir es mit Sicherheit wissen. Wie zum Beispiel alle Propheten. Das heißt automatisch alle Gesandten, alle, zweifellos. Und dann die 10, denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Paradies versprochen hat. Und die ersten 4 davon besonders, Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali. Diese Leute, ihnen dürfen wir das versprechen. Also diesen 10 dürfen wir das, die dürfen wir beim Namen erwähnen und sagen, dass sie Paradiesbewohner sind. Alle anderen Menschen, über die dürfen wir das nicht sagen. Umar radiallahu ta'ala anhu ist ausgewandert. Es wird über ihn erzählt, dass er bei seiner Auswanderung sozusagen die Leute herausgefordert hat und gesagt hat, wer, wie heißt es,
wer mich abhalten möchte von der Auswanderung, ich werde auswandern und wir treffen uns dann so und so am Berg so und so und dann können wir es austragen, so nach dem Motto. Aber das ist nicht authentisch über ihn überliefert worden, radiallahu ta'ala. Al-Hakim, rahimahullah ta'ala, sagte, es gibt mehrfache Überlieferungen darüber, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam an einem Montag ausgewandert ist und an einem Montag in Medina angekommen ist. Also, wir haben damals gesagt, eine Reise von Mekka nach Medina dauert ungefähr 10 Tage. Wenn wir hinzufügen, dass er ungefähr 3 Tage lang in der Höhle gewesen war, dann könnte es sein, dass es 2 Wochen war. Weil von Montag bis Montag sind 14 bzw. 15 Tage. Oder noch mehr natürlich. Ja. Aber also können wir sagen, er war mindestens 2 Wochen unterwegs, sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala hat dann seinem Gesandten erlaubt, auszuwandern nach Medina. Und normalerweise ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam morgens und abends einmal. Einmal morgens und einmal abends an Abu Bakrs Haus vorbeigegangen. Und er hat das fast nicht unterlassen, wie es in Sahih Bukhari überliefert worden ist. Als Allah subhanahu wa ta'ala, also das ist natürlich eine Vorzüglichkeit, Abu Bakr, wer hat das noch? Heutzutage, wenn du einen bestimmten Gelehrten triffst, du wünschst dir nur, ihn einmal zu begrüßen. Du wünschst dir einmal in die Hand zu geben. Du wünschst dir einmal, ihn zu küssen auf den Kopf oder auf die Hand oder was auch immer. Aber vielleicht noch umarmen, vielleicht noch eine Frage stellen, das war's. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hätte Allah subhanahu wa ta'ala nicht bestimmte Ayat herabgesandt, die Sahaba dazu bringen, ihn in Ruhe zu lassen und ihn nicht die ganze Zeit sozusagen zu stören, wenn man das Wort stören nennen kann, dann hätte der Prophet auch niemals Zeit für sich selbst gehabt und Zeit für seine Familie gehabt. Das Pech der heutigen Gelehrten ist, es gibt keine Ayat. Aber man kann trotzdem sie gut behandeln, weil die Gelehrten sind ja Erben der Propheten. Als Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten sallallahu alaihi wasallam dann erlaubt hat auszuwandern, ist er zu einer ungewöhnlichen Zeit zum Haus von Abu Bakr gegangen. Zu einer ungewöhnlichen Zeit. Es war mittags, wo er normalerweise nie gekommen ist, und er war maskiert. Er war verschleiert, sodass man sein Gesicht nicht erkennen konnte. Und da hat dann Abu Bakr mitgeteilt, dass er auswandert. Und dass Abu Bakr mit ihm auswandern soll. Und warum hat er das mittags gemacht? Offensichtlich, weil zur Mittagszeit, liebe Geschwister, die Leute haben sich damals wieder zurückgezogen in ihre Häuser. Ja? Weil jetzt ist es vielleicht warm, aber in Arabien, in der Gegend von Mekka und so, hat es in diesen Tagen bis zu 50 Grad. Okay? Und dann, wenn es sehr heiß ist, natürlich, man hält sich nicht mehr draußen auf. Und das ist auch einer der Gründe, warum das Mittagsgebet auf Arabisch Al-Hajira heißt. Hajira kommt vom gleichen Wort wie Hijra. Hört man auch raus. Hajira, Hijra. Drei Wurzeln. Hajira. Was bedeutet denn Hajira ursprünglich? Weiß das jemand? Hajira bedeutet auf Arabisch Taraka. Taraka heißt etwas unterlassen. Oder etwas verlassen. Okay? Und warum wurde dann das Mittagsgebet Al-Hajira genannt? Weil, also anderer Name für Dhuhr, ja. Warum? Weil die Leute in dieser Zeit, man sagt, weil die Leute an dieser Zeit den anderen aus dem Weg gehen. Al-Hajr ist auch das aus dem Weg gehen von anderen Leuten. Man verlässt sie, man entfernt sich von ihnen. Und natürlich hat er, warum war auch mehr oder weniger maskiert, dass man sein Gesicht nicht erkennen konnte? Weil die Leute wollten ihn töten. Und das wusste er. Und deswegen, wenn er ausgewandert wäre, so dass jeder das sehen könnte, dann wären die anderen Leute ihm sicherlich hinterhergekommen. Und es war auch dringend notwendig, dass man also Sicherheitsmaßnahmen trifft. Und deswegen gehört es zum richtigen Islamverständnis, dass man etwas tut, dafür ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und man kann nicht sagen, ich vertraue auf Allah, dass das alles gut laufen wird, ohne etwas dafür zu tun. Weil Allah hat dir gesagt, also wenn du ins Paradies gehen willst, machst du das,
und unterlässt du das, das, das. Wenn du das nicht machst und sagst, ich vertraue auf Allah, ich werde schon ins Paradies kommen, dann ist das falsches Vertrauen. Dann ist das nicht das Vertrauen, von dem wir in der Religion sprechen. Und auch unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich die bestimmte Tageszeit ausgesucht und bestimmte Kleidung ausgesucht und die bestimmte Person ausgesucht, mit der er auswandert und die ihm den Weg zeigt, damit ja niemand ihn ertappt und niemand ihm auf den Fersen ist. Allah sagte sogar in Al-Quran al-Karim über diese Auswanderung sinngemäß, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Ayah Nummer 30 von Surat Al-Anfal, Surah 8, Seite 180. Und als diejenigen, die ungläubig sind, gegen dich Ränke schmiedeten, um dich festzusetzen oder zu töten oder zu vertreiben. Sie schmiedeten Ränke und auch Allah schmiedete Ränke, aber Allah ist der beste Ränkeschmied. Sie haben versucht, unseren Propheten zu töten oder zu vertreiben oder festzuhalten, aber sie haben das eben nicht geschafft. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, genauso wie sie, auch Ränke schmiedet. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er Ränke schmiedet, erkennt ihre Ränke. Also kann er sehr einfach gegen sie vorgehen. Da gibt es eine Überlieferung, die ihr vielleicht auch kennt, die ist umstritten. Die ist umstritten, dass die Mushrikin, die Götzendiener, sich beim Haus des Propheten sallallahu alaihi wasallam versammelt haben und er dann rausgegangen ist und sie mit Sand auf ihren Köpfen beworfen hat. Und auch, dass Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu beauftragt hat, in seinem Bett zu schlafen, damit die Leute denken, da schläft jemand und er ist inzwischen schon längst über alle Berge. Das gleiche gilt auch eine Geschichte, ihr wisst ja, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann unterwegs war, sind sie zu einem Berg gekommen und dieser Berg bei Mekka heißt Thawr. Und dieser Berg, dort befindet sich auch oben eine Höhle, wo sie sich aufgehalten haben. Weil sie wussten, dass die Götzen, die sind ihnen hinterher. Und sie haben sich dann in dieser Höhle ein paar Tage lang aufgehalten. Und dort wird erzählt, dass damit die Götzendiener nicht auch in diese Höhle reingehen und reingucken, wäre eine Spinne gekommen, die ein Spinnennetz gewoben hat beim Eingang der Höhle. Und natürlich, wenn man ein Spinnennetz sieht beim Eingang einer Höhle, dann weiß man, es kann nicht sein, dass da jemand erst vor ein paar Minuten reingegangen ist. Das geht nicht, oder vor ein paar Stunden, weil eben ein Spinnennetz dauert ziemlich lange normalerweise. Ja. Diese Überlieferung ist auch, wie gesagt, sie ist nicht authentisch. Und manche Gelehrte sagen, sie widerspricht dem Koran, weil Allah im Koran gesprochen hat von Soldaten Allahs, die ihn beschützt haben, den Propheten beschützt haben, die man nicht sehen kann. Und sie sagen, das Spinnennetz ist etwas, was man sehen kann. Also wenn sie etwas, wenn diese Spinne gearbeitet hätte als Soldat Allahs, dann hätte man dieses Tier sehen können und es ist kein unsichtbares Tier. Damit sind also eher die Engel gemeint, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam beschützt hätten. Wallahu a'lam. Wie dem auch sei, die authentische Version in unseren Büchern ist diejenige, dass Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu gesagt hat, als sie beide in der Höhle von Al-Thawr waren, da hat dann Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu gesagt, O Gesandter Allahs, wenn einer von ihnen seinen Kopf gesenkt hätte und schauen würde in Höhe der Füße, würde er uns sehen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was denkst du über zwei, deren dritter Allah ist? Was denkst du über zwei, deren dritter Allah ist? Er wird sie niemals also im Stich lassen. Und diejenigen, die bei dieser Höhle schon gewesen waren, die wissen auch, dass tatsächlich diese Höhle, die ist relativ flach, man kann nicht da einfach aufrecht sitzen. Und man sieht die Füße der dort vorbeilaufenden Leute. Wenn man sich bückt, kann man tatsächlich sehen, wer drin ist. Ansonsten läuft man einfach da vorbei und bemerkt es nicht. Aisha radiallahu ta'ala anha
Sie berichtet uns ein bisschen ausführlicher, indem sie sagte: Während wir eines Tages im Haus von Abu Bakr saßen, zur Mittagszeit, sagte jemand zu Abu Bakr: Der Gesandte Allahs ist da, mit seinem Gesicht verdeckt, zu einer Zeit, zu der er normalerweise nie zu uns kommt. Da sagte Abu Bakr: Möge mein Vater und seine Mutter für ihn geopfert sein. Ich beschwöre bei Allah, er ist bestimmt aufgrund einer ganz bestimmten Sache jetzt gekommen. Es gibt einen Grund, warum er um diese Zeit gekommen ist. Dann sagte sie, Aisha radiallahu anha, dann kam der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und bat um Erlaubnis und es wurde ihm erlaubt einzutreten und er trat ein. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu Bakr: Sag jedem, der bei dir zu Hause ist, er soll das Haus verlassen, bitte. Das wollte mit ihm alleine unter vier Augen. Dann sagte Abu Bakr: Das ist nur deine Familie, die da ist, sonst niemand. Deine Familie, das Wort Ahl, gemeint ist hier die Ehefrau, weil das Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte Aisha da schon geheiratet. Er sagte, dass nur deine Frau ist da, o Gesandter Allahs, möge mein Vater für dich geopfert sein. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Mir ist erlaubt worden, auszuwandern. Oder mir ist erlaubt worden, die Stadt zu verlassen. Dann sagt Abu Bakr: O Gesandter Allahs, ist das die Freundschaft, ist das der Gefährte, von dem du gesprochen hast? Weil es wird gesagt, dass der Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu vom Propheten angeordnet war, zwei Reittiere vorzubereiten für seine Reise. Also Abu Bakr wollte eigentlich auch auswandern. Und der Prophet hat ihm gesagt, warte ab, bleib noch ein bisschen in Mekka, vielleicht wird Allah dir einen Begleiter mitschicken, dass du nicht alleine gehen musst. Und dann hat Abu Bakr natürlich diese zwei Tiere vorbereitet, um auszuwandern, und hat innerlich gehofft, dass es natürlich der Gesandte Allah ist. Aber es gibt nichts Edleres. Heutzutage, man freut sich, mit einem Gelehrten zusammen ist, mit dem man ein paar Stunden verbringen darf, verreisen darf vielleicht so. Und dann ist es die Person so und so, und mashallah, der ist der Schüler vom Gelehrten so und so, und der hat mit ihm Jahre verbracht und war ihm zu Hause schon, hat ihn begrüßt und kennt vielleicht seine Eltern und weiß nicht was. Und Abu Bakr hat gehofft hier, dass er mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam auswandern darf. Und deswegen, als der Prophet hier kam, hat er zu ihm gesagt, Abu Bakr ihn gefragt: O Gesandte Allahs, ist das die Freundschaft, von der du vorher gesprochen hattest? Dann sagt der Prophet jawohl, das ist es. Und Abu Bakr hat sich natürlich riesig gefreut, und wie es auch in einer Geschichte heißt, hat er so geweint, sagte Aisha, dass ich habe noch nie einen Mann gesehen, der so viel geweint hat, in so Moment, wie er. Dann sagt Abu Bakr: O Gesandte Allahs, bitte nimm eine dieser beiden Tiere, such dir aus. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Okay, aber ich nehme es und bezahle seinen Preis dafür. Ich nehme es und bezahle seinen Preis dafür. Dann sagte Aisha radiallahu anha: Wir haben dir diese beiden Tiere auf die schnellste Art und Weise vorbereitet. Offensichtlich Sattel drauf und so weiter. Und dann sagte er: Dann haben wir auch eine Essensdecke in den Ranzen reingetan. Und Asma, die Tochter von Abu Bakr radiallahu anha, sie war auch die Tochter Abu Bakr, wie Aisha. Asma und Aisha, beide waren Töchter von Abu Bakr, aber die waren nicht von der gleichen Mutter. Also sie waren halb Schwestern. Dann hat Asma radiallahu anha als ein Teil eines Gürtels genommen und hat auch diesen Ranzen dann zugebunden und hat das ihnen dann mitgegeben auf ihre Reisen. Dann sind beide ausgewandert, wie gesagt. Manche sagen, die sind zusammen ausgewandert vom Haus. Manche Erzählungen sagen, dass der eine ist vorgereist und dann ist Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu nachgereist. Wie dem auch sei, das ist keine interessante Sache. Dann haben sie sich drei Nächte lang bei der Höhle von Al-Thawr aufgehalten und Abdullah ibn Abi Bakr, der Abdullah, der Sohn von Abu Bakr, der hat dann immer bei ihnen dort gehaust, bei Nacht dort geblieben, und da war ein gebildeter junger Mann, der schnell versteht, wie unsere jugendlichen Leute sagen, ich auch.
Und der ist dann immer, wenn es langsam hell wurde, oder besser gesagt am Ende der Nacht, ist er nach Mekka zurückgegangen, sodass die Leute gedacht haben, er hat dort in Mekka übernachtet und weggeschaltet, hat er die ganze Nacht mit dem Propheten Abu Bakr verbracht. Und er hat dann als Spion fungiert. Und egal, was er von der Stadt gehört hat, was die Leute sagen, die suchen natürlich, jeder hat verstanden, Abu Bakr und Umar und Umar sind ausgewandert. Egal, was die Leute dann, sagt man, welche Ränke sie geschmiedet haben, er hat es dann ihnen dann mitgeteilt, sodass sie in voller Aufmerksamkeit sich davor schützen konnten. Und auch eine andere Person hat sich um den Propheten Abu Bakr gekümmert und so weiter und so fort. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr haben auch einen Muschrik, einen Mann beauftragt, oder besser gesagt, sie haben ihm Geld gegeben, damit er ihnen den Weg zeigt. Weil sie wollten natürlich nicht den normalen Weg nehmen, den jeder kennt. Weil der normale Weg, den jeder kennt, das ist der erste Weg, der abgesucht wird. Und die Leute sind natürlich schneller. Weil die sind ja am Rennen, die anderen sind langsam bedächtig, Spuren verwischen, dass niemand was mitbekommt. Und da können sie nicht den Hauptweg gehen, weil da sieht ja jeder Reisende unterwegs, da weiß er dann Bescheid, da sind. Habt ihr jemanden gesehen? Ja, da waren zwei Leute, die sahen so aus wie Abu Bakr und Prophet. Dann wissen sie natürlich, wo sie sind. Deswegen haben sie einen Mann beauftragt und auch dafür bezahlt, dass er ihnen, den Weg zeigt. Und das ist auch ein Beweis dafür, dass man sehr wohl auch in bestimmten Fällen einem Nicht-Muslim vertrauen darf. Ja? Weil diese Person war Muschrik und das ging sogar hier um eine ganz brenzlige, gefährliche Sache. Weil wenn er verraten hätte, die Quraysh hätten ihm ja noch mehr Geld anbieten können, wenn sie es gewusst hätten. Und dann hätten sie ihn sozusagen kaufen können. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diesem Mann, diesem Fall vertraut, dass er ihm den Weg zeigt. Und das hat auch dann wunderbar funktioniert. Und deswegen ist es nicht generell so, dass man bei Nicht-Muslimen um Hilfe bitten darf, sondern es kommt eben darauf an, in welche Situation, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das uns hier vorgemacht hat, und das ist überliefert worden in Sahih al-Bukhari. Dann die Erzählung, wie ich vorhin angedeutet habe, es heißt eine Überlieferung des Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, er hat in der Höhle, Entschuldigung, zu Hause im Haus des Propheten, für ihn dort sozusagen sich aufgehalten und sie haben ihn natürlich schon gefragt, wo er hingegangen ist und wie dem auch sei, wie ich gesagt habe, diese Erzählung brauchen wir nicht näher uns anschauen. Aber ich denke, dass die Zeit von Maghrib ist bereits eingetroffen und habe ich recht? Ja. Deswegen machen wir an dieser Stelle Stopp, hören den Adhan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit und Aufmerksamkeit. Und jazakumullahu khairan.